Die einen nennen es Liebe, die anderen nennen es Magie und wieder andere nennen es Zauberei. Heute ist der Marius bei uns zu Gast. Servus. Hallo. Und der Markus ist auch da. Ja, hallo. Ich bin auf Ihrer Stimmung. Das ist gut. Und damit Sie, liebe Ramasuri-Hörer, das auch Sie, nehmen wir das jetzt mal auf und werden es dann auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichen, damit Sie sehen, dass hier kein Schmuh getrieben wird. Und in ein paar Minuten sind auch Sie dran. Da dürfen Sie dann auch mal mitmachen. Dann schauen wir mal, ob auch Sie verzaubert werden. Aber jetzt, Marius, was hast du denn für uns dabei? Ja, ich habe für euch extra ein Kunststück fürs Radio auch dabei. Ja. Zuerst einmal einen Würfel. Nichts anderes brauchen wir, diesen Würfel. Markus, den gebe ich dir einmal. Du darfst Würfel, genau. Jetzt, genau, der Würfel hat auch 6 Seiten, oder? Der sieht aus wie ein nationaler Würfel. Ja, ein normaler weißer Spielwürfel. Ja. Mhm. Du darfst dir jetzt eine Zahl aussuchen. Ich drehe mich so lange weg, das seht ihr auch hier auf dem Video natürlich. Ja. Ich drehe mich weg. Wenn du dich für eine Zahl entschieden hast, dann legst du die bitte nach oben auf den Tisch und tust deine Hände drüber. Wenn deine Hände drüber sind und ich wirklich nichts mehr sehen kann, dann drehe ich mich um. Okay. Und dann gebt ihr mir natürlich ein Zeichen. Ja, ich bin jetzt so lange weg. Hand drauf. Ist die Hand drauf? Ja. Die Hand ist drauf. Beide sogar. Oh Gott. Sehr schön. Markus, dann bitte ich dich jetzt einmal von 1 bis 6 zu zählen und wir versuchen zu hören, an was du denkst. Okay? Also könnt ihr alle mit laut zählen und wir suchen und versuchen zu hören. Okay, du denkst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Vielleicht hat der aufmerksame Hörer jetzt gehört, dass einmal die Stimme ein bisschen runterging. Mhm. Das ist ein Zeichen, dass die Zahl davor deine Zahl war. Ich mach's mal übertrieben vor. Es war ungefähr so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das Zeichen, die Zahl davor ist deine Zahl, das heißt die Zahl 4 liegt oben. Ist das richtig, Markus? Ja. Und ich hätte gesagt, die Zahl danach ist es. War ja nämlich auch mit der 3 irgendwie auch so nur kurz hängen geblieben. Da dachte ich, okay. Ja. Ich bin so durchschaubar, das gibt's ja gar nicht. Durchschaubar, jetzt kann man sagen, okay, vielleicht Zufall, Markus. Nee, das war ein Zufall. Reiner Zufall, natürlich. Ein zweites Mal, ich drehe mich natürlich wieder weg. Keiner kann, oder ich kann zumindest nicht sehen, was du auswählst, wenn du deine Hand drüber hast. So, jetzt mach's fies, Markus. Oh, das ist fies. Kann ich mich umdrehen? Nein. Nein? Jetzt. Jetzt, okay. Das heißt, eine Zahl ist oben und du weißt auch, welche Zahl oben ist. Richtig, ich weiß es. Okay. Ja. Markus, schau mich kurz an. Diesmal von 6 nach 1 bitte zählen. Ach so. Man fühlt sich so irgendwie so. Ich weiß, jeder hört jetzt auf deine Stimme. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut, da war ein Zischlaut dabei und der war besonders stark im Vergleich zu allen anderen. Das war ein Z und das war bei der 2, die Zahl 2 liegt oben. Oh nein, komm jetzt! Tatsächlich! Ich höre diese Stimme von Markus Pleier jeden Tag und ich höre normalerweise Sachen raus, aber das höre ich nicht raus. Dann hört er mal, was man alles anhand der Stimme natürlich erkennen kann. Die Gedanken werden, dein Unterbewusstsein wird dich verraten. So, dann geht, also, ne, zu Hause jetzt bei der Freundin, die anweisen, dass sie es nicht machen. Ja, so. Jetzt also das ist direkt aus der Stimme heraus erkannt, oder? Das ist ein ganz einfaches Experiment. Wir haben ja nichts weiter als einen Würfel, ja, hier liegen. Das heißt, das ist auch zentraler Bestandteil meiner Shows. Ich lasse mich wirklich auf die Leute ein. Das heißt, die Leute mit ihren Gedanken, mit ihrer Körpersprache, mit ihrem Verhalten, die beeinflussen ganz maßgeblich das, was auf der Bühne passiert. Okay, jetzt hat natürlich jeder Zuschauer, der in der Show war, dann das Gefühl, du hast den heute den ganzen Abend schon durchschaut irgendwie dann, oder? Schon, tatsächlich. Ich habe dir ja viel erzählt heute früh irgendwie, oder du hast mir was erzählt und du weißt doch jetzt wahrscheinlich alles über mich, oder? Naja, nicht alles, das ist erstmal klar natürlich, aber man kann schon gewisse Verhaltensmuster anhand der, wie du da stehst, du hast gerade beide Hände in der Tasche. Ja, weil ich beleidigt bin. Ja, genau. Entspannte Körperhaltung, jetzt geht es in eine ganz offene Körperhaltung mit verschränkten Armen. Ja, genau. Absolut. Also das sind ja alles Zeichen, die der Körper aussendet und die Kunst ist es, bei aller Aufgeregtheit auf der Bühne mit Scheinwerfern und Hunderten von Menschen im Publikum, da trotzdem den klaren Kopf zu behalten und den Zuschauer irgendwie zu analysieren. Und genau das probieren wir jetzt auch mit Ihnen, liebe Ramasuri-Hörer. Wenn Sie jetzt gerade auf dem Weg Richtung Arbeit sind und um 8 anfangen müssen, heute mal 5 Minuten später anfangen, jetzt bleiben Sie mal noch 7 Minuten im Auto sitzen, dann machen wir gemeinsam dieses Experiment. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Marius das hinkriegt. Also bleiben Sie dran.